So, weiter geht's mit 9 Runden of Life. Wir sind auf Afterlife und ich weiß nicht, ob diese Folge dann schon kommt, wenn ich im Urlaub bin. Keine Ahnung. Na, ich denke immer weniger. Auf alle Fälle bin ich aktuell bei den Kannis. Ich habe. Die machen aber mehr Damage als die Mammuts. Hoppla. Hab ich überhaupt einen Abkadern? Hab ich an. XP. Geben die überhaupt gute XP? Ich habe gerade nicht genau drauf geachtet, aber die kamen jetzt gerade nicht so extrem gut vor. Oder extrem viel vor. Das war super Inventar voll, das läuft schon mal super, so kann man Let's Play starten. Gehen wir erstmal nach Flores, um schnell auslernen. So, haben wir. Warte mal. Ne, Steuern gibt es überall gleich viel. So, Mekkaron ist Müll, Müll. Genian Boots, das ist kein Müll, das ist Müll. Müll. Ach, zieh keine an, zieh keine an. Aegon-Set, ich weiß nicht genau. Vermutlich auch eher weniger. Ich lage es jetzt mal ein und mal schauen. Oh, Lorde Abstimmung. Ringmaster oder Knight? Ich sage mal 113 Ringmaster. Ich glaube, ich gehe mal lieber für Knight hier. Auch wenn sich der andere mehr Arbeit macht zum Werben. Bis. Nur Hero und Master und alle Charaktere über. Warte mal, alle. Ich bin über 60. Bin ich blöd? Lack nur. WTF. Warte, was haben wir heute? Ist Sonntag, oder? Hä? Ich müsste abstimmen können, oder? Super Demokratie hier. Nicht mehr abstimmen kann ich. So, was haben wir hier? Also, Gen und Helm männlich. Gen und Boots haben wir. Warte mal, wie viele da. Achso, ne, sind wir ja gar nicht. Mist. Okay, das ist schon mal super. Und diesen Wand hauen wir hier nochmal kurz mal auf plus 10 drauf. Wobei wir natürlich jetzt gleich einen anderen Wand haben. Stimmt, gleich den Vampire Wand. Oh, plus 4, nice. Oh, plus 5, lol. Läuft. Egal, ein Slot mehr ist super. Da würde ich mal sagen. Ach, das haben wir auch schon gelevelt down. Ja, oha, dann haben wir echt noch ganz gut Geld über. Das waren jetzt gerade 22 Minuten leveln. Ne, es waren nicht mal 22 Minuten, es waren vielleicht 20 Minuten in der letzten Folge. 9, 10, 10 Millionen haben wir verdient. Ohne Art-Chips. Das ist gut. Das ist echt gut. Wie viele Art-Chips haben wir gedroppt? 200? 300? Ah ja, das haut hin. Das ist gut. Das kann man sich gönnen. Den Arena-Buff haben wir auch noch drin. Ampli läuft. Gut, aktuell. Wir haben da aktuell noch nicht mal ein Ding-Event. Hier ein World-Event. Und kriegt trotzdem gute XP. Also, ich meine, gäbe es noch Lord-Event, dann gäbe es noch World-Event, dann gäbe es noch Cheer, was wir nicht drin haben. Aber leveln wirklich gut und schnell eigentlich. Bei 6 Level drüber. Geht, ich kann mich echt nicht beschweren, ausnahmsweise. Ich beschwere mich zwar gern, aber hier aktuell geht es aktuell wirklich so Hand in Hand irgendwie. Also, läuft einfach aktuell. So. Ach nee, ich muss ja auf F2 Start klicken und nicht nur adden. Tja, RIP. Die Kani-Spawns wurden auch erhöht. Super, perfekt. So. Naja, auf alle Fälle, ich glaube, das ist echt mal wieder ein schönes, auch nach dem Urlaub. Ich werde mal schauen, dass ich heute noch irgendwas upload. Also, warte mal, wir haben ja. Die Folge kommt ja gar nicht heute. Das heißt, ich muss ja quasi für die Vergangenheit reden, oder? Also für mich heute, sagen wir so, ist Sonntag, also Ostersonntag. Ich werde noch wahrscheinlich ein, zwei Videos editieren, vielleicht auch uploaden. Ich muss mal schauen, ob ich wirklich genug Material habe. Vielleicht uploade ich einfach auch nur halbe Videos, also irgendwie. Ich meine, ich nehme YouTube einfach auch so ein bisschen als Speicherplatz für persönliche Andenken. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob YouTube da wirklich der beste Ort dafür ist. Aber zumindest mehr so auch ein bisschen als Backup. Und ich meine, da ich einfach auch ganz gerne Videos editiere und upload und generell halt mache, ist es, glaube ich, auch trotzdem ein guter Ort oder eine gute Idee, einfach auch auf YouTube zu uploaden. Und
Ich meine, das Ding ist halt immer, wenn man es nicht irgendwo veröffentlicht, denkt man sich immer so, naja, braucht man nicht editieren und so, passt schon. Lass mal einfach hier mal irgendwie 500 Dateien rumliegen, in irgendwelchen Ordnern drin und so. Scheiß drauf, sieht ja keiner. Aber wenn du es halt irgendwie veröffentlichst, dann musst du es halt irgendwie schon ein bisschen aufbereiten und kannst nicht sagen, so, yo, jetzt gibt es hier mal 2 Stunden Videos, die aneinandergereiht sind. Und so. Also bei uns ist gerade echt kaum mit der Welt untergegangen. Das ist gerade echt hart. Wirklich gerade echt krass. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich hole mein Zeug wieder aus der Wäsche raus. Warte mal, was sagt mein Handy? Mal kurz schnell nachschauen. Könnte ich auch später machen, aber ich bin gerade irgendwie interessiert. Weil es irgendwie so hieß, morgen irgendwie schönes Wetter und was weiß ich alles. Hier Montags Sonne, Wolken, Dienstag Sonne, Wolken, Mittwoch genauso, Donnerstag mal Regen und dann nur noch Sonne. So hieß es zumindest mal eine Zeit lang. Ja, wow. Super. Aber in Urlaub hinfahren ist es sogar schlechtes Wetter. Toll. Also Mo Montag 13 Grad. Und aktuell mit 3 Grad und halben Weltuntergang. Okay, naja, wenn es so steht, dann why not? So, 38% läuft eigentlich. Ich muss sagen, ich habe letztens auch Turning Point 2 angeschaut, also den Offi-Patch. Ich muss sagen, ich habe da selbst einen Fehler gemacht. Ich hätte die Minimap deaktivieren müssen, weil die irgendwie zu DCs führt oder so. Oder war das Verbindungsabbrüche? Irgendwas war mit der Minimap. Ich habe die auf alle Fälle nicht deaktiviert und ich habe irgendwie einen Verbindungsabbruch gehabt. Und 4 oder 5 DCs in 24, 23, 22 Minuten oder so. Also ziemlich kurze Zeit, einfach alle 4 Minuten ungefähr irgendwie ein Problem gehabt. Was einfach echt ziemlich beschissen war. Und ich bin mir ganz sicher, ob es wirklich ein bisschen mein Problem war, meine Schuld war oder ob das einfach wirklich Fleisch war. Keine Ahnung. Ich weiß es exakt nicht. Also, wenn es meine Schuld war, dann. Also, meine Schuld in Anführungsstrichen, das ist natürlich immer. Es ist eigentlich immer blöd, wenn man überlegt. Zufall. Ach, der Ringmaster geht. Warte mal kurz, der Ringmaster geht auch noch Items. Ja, wow. Yes, oh, was für eine geile Einstellung. Okay, der Ringmaster ist auch nochmal 160 Artchips, dann war meine Rechnung vom letzten Mal komplett falsch. Da kriege ich ja das Doppelte. Also. Für ein großes AOE bei den Mammuts waren es 1,2 Millionen Artchips. Wow. Holy. Fuck. 1, warte mal, ich verrechne mich jetzt gerade nicht, oder? 45k mal 10 sind 54k. Und das nochmal mal 2. Nee, es waren mehr. 600k hatte ich insgesamt. Also, wie viel waren das? 14 Stück oder so? Oder was waren das vorher? 14 Stück? Runabout? Wow. Das ist heavy. Das ist echt heavy. Das ist richtig heavy. Wenn 28 Stück. 50, 150 weniger. Ne, wie viel haben wir weniger? 250 weniger sind wir bei 1,25 Millionen ungefähr. Ziemlich genau. Fast genau. Finde gerade, ist nur ich overpowered. Also nicht overpowered, naja, schon overpowered irgendwie, aber. Wie viel ist mal drauf? Das haben wir schon wieder fast in den nächsten 100er voll. Und wie gesagt, Ringmaster aktuell 176 im Inventar. Okay. Ja. Passiert einfach so. Spring Piece haben wir auch noch einige. Und wie viel hat 285? Der Ringmaster hat 29. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob die Mammuts wirklich, oder die Kanis wirklich der beste Weg zu leveln sind. Irgendwie im normalen Mammuts echt immer noch am meisten, habe ich das Gefühl, oder? 54? Oh, ich stehe fast. 54, 21, wobei. Naja, wobei. 8%. Ist ja echt okay. Das geht.
Gerade ich muss spawnen. Okay, da hinten muss man spawnen. Also keine Ahnung, auf alle Fälle der Turning Point 2 Patch, der war irgendwie komisch. Also eigentlich, also er war eigentlich relativ nice mit der mit dem Padfeld und so. Ich habe es irgendwie nur nicht gecheckt, wie es funktioniert. Also scheinbar aktiviert man das Pad, dann klickt man beim Padfilter auf. Also man deaktiviert im Prinzip genau das, also alles, was man eben deaktivieren will. Also was man aufsammeln will. Oder ein andersrum. Man lässt es aktivieren, was man aufsammeln will. Was man nicht will, macht man einen Haken raus, genau. Und naja. Habe es nicht ganz gecheckt, also dass es halt genau umgedreht ist wie auf P-Servern. Und quasi immer wenn man das, wenn man Padfilter dann, immer wenn man Pad rausholt und so, dann wird er quasi wieder resettet und ist ein komisches System, aber es funktioniert einfach so und ich habe das nicht wirklich gecheckt und deswegen. Naja. War irgendwie leicht fail. Selling 35, Donate Points 35 Millionen für 100. Okay. 35 Millionen für 100. Die Preise sind gestiegen, habe ich das Gefühl, oder? Wobei die relativ langsam steigen. Also 35, 100. Kann man überlegen. 35 Millionen für 100 Donate Points. 350 für 10 Euro. Es geht. Das ist. Gut, wir droppen jetzt ungefähr an. Also sagen wir mal. Wenn man die Waffen mit dazu rechnet, die wir droppen. 1,4, 1, sagen wir mal, wenn wir ein bisschen weniger Mobs haben, 1,4, 1,2 bis 1,4 Millionen pro AOE. Na gut, du bist da für 10 Euro schon lang dran. Weil wir natürlich jetzt auch nur leveln, also wir sind nicht auf der Farmmap und naja, auf der Farmmap dann machst du wahrscheinlich, was weiß ich, Unmengen, einfach nur Unmengen. Oder selbst auch in der Rathesia wahrscheinlich macht man einfach Unmengen an Zeug. Also, ja, ich denke schon. Ich glaube, da geht es ganz klar. Ob man es wirklich die drei, also die berühmt-berüchtigten, oder zumindest bei mir berühmt-berüchtigten, 3 € pro Stunde schafft, mit Ingame-Farm-Methoden zu erfarmen, bin ich mir zwar nicht ganz sicher. Aber, naja, 3 Stunden für 350 Millionen, also sagen wir mal irgendwie 315 Millionen ungefähr. 115 Millionen pro Stunde zu erfarmen in der Farmmap oder auch in Rathese ist, glaube ich, möglich, oder? Ich glaube, es ist möglich. Bin immer relativ zuversichtlich, also ungefähr 3 € pro Stunde mit gutem Equipment oder halt eben mit einem entsprechenden Level. Glaube ich, haut hin. Aber was mich auf irgendwie wirklich stört, ist einfach dieses Maximallevel. 170 ist so krank. Ich meine, ich weiß gar nicht, war überhaupt schon wer 155? Ja, ein paar, glaube ich, waren 155, aber. Was macht denn das Pad eigentlich? Es kommt und geht einfach die ganze Zeit, wow. GG. Also 155, also generell irgendwie 120 oder selbst Level 100 im Office ist einfach schon ziemlich hart. Also okay, mit Ultras wahrscheinlich eher weniger. Aber ansonsten. Oh, gleich haben wir unsere Vampire Bond. Mit scheiße Weckung. GG. 19% Angriffskraft, 21% Casttemp. Hier mal 11 und 12. 20 und 12 und. Ja, genau. Und einfach das Ding ist Ulti. Also, da geht der Damage komplett. Wow. Wird lustig auf alle Fälle. So, okay, die Waffe ist übrigens Level 1 mit 80%. Das geht irgendwie echt relativ langsam. Zumindest zum Low Level sowieso und Mid-Level irgendwie noch immer. 81%, okay. Selbst das AOE geht irgendwie echt langsam. Also. Oha, G-Protect. Nice. Irgendwie sagt das Spawner echt. Also,
Okay, da hinten ist ein bisschen mehr los, aber. Puh. Naja, geht so. Also echt nur so semi-geil das Ganze. Das sind irgendwie alles so. Okay, das sind eigentlich nur die Augus. Die M-Augus da hinten. Na gut, ich weiß nicht, wie viel das hier wirklich hinten stehen, aber. Die Mobs rotieren einfach so stark, also. Bisschen nervig irgendwie. Die ganzen Power-Ups, die aktuell laufen, die ganzen Effekte hier. Schon dritte Reihe. So, 8,8k Damage, das ist schon in Ordnung. Oh, nicht verrecken. Und komm, Level up. Ja. Ich will ein Level up gehen. 15k Damage nur. Wobei nur. Ich habe 15k Damage für pure STA. Schon geil. Okay, wir machen mal kurz noch eine AOE. Und dann haben wir zumindest endlich mal die Vampire Wand. Und können die andere Wand hier. Haben wir die eigentlich geschenkt bekommen? Oder die wirklich gekauft? Ich weiß gar nicht mehr genau. Oder war die von Tom? Nein, die war nicht von Tom. Ich weiß gar nicht genau. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben wir gekauft, oder? Ich weiß es gerade echt nicht mehr genau. So. Und jetzt mache ich es dann wie die ganzen geldgeilen YouTuber. Irgendwas erreicht. Nur bevor ich es dann zeige, erstmal Cut und dann ab die nächste Folge. Nee, sowas regt mich selbst total auf. Also, sowas stört mich persönlich echt richtig extrem. Also, deswegen, das lassen wir. So, nice, Level up. Und 300 Einsatzteilen. Krass. So, 5% haben wir wieder. Und jetzt. Die Vampire One. Wir machen aktuell wie viel Damage? 16k Damage bei 2,9k Attack. So, jetzt show me. 4,2k. Warte mal kurz, von 2,9k auf 4,2k. Das sind 3000, 1300 Attack mehr. Gute 1300. So, Cast Time sind wir jetzt von 37 auf 47. Das ist schon mal nice. Und Int haben wie viel mehr? 12. Achso, hab mein MP sind nicht mehr voll. Leute, das waren schon 80k. Mal kurz MP voll machen. Warte mal. So, next Attack. 20k Damage. Also quasi mal 5k Damage mehr. Holy shit, und das Ding war sogar schon plus 5 mittlerweile. Okay, das ist echt heavy. Es sind auch schon Sockel drin. Machen wir jetzt auf einmal mehr Attack Speed. Angriffstempo ist halt, hä? 91, 200. Ach, wegen Andex, okay. Wie es ausschaut, Mann. Voll nice. My fucking Vampire Wand. Oh, so nice. Wir müssen das Ding jetzt mal erwecken dann und ich meine, wir haben so viel Cash eigentlich durch die ganzen A-Chips. Also da haben wir ja echt massig, das ist ja. Die reichen uns ja erstmal wirklich eine ganze Weile. Also wir könnten im Prinzip sogar, warte mal, wir könnten sogar. Warte mal, kurz denken. Was haben wir vorher gesagt? 2000, wenn wir jetzt ungefähr. Sagen wir mal, rechnen wir mit 3000 mit den vorigen Maßnahmen zu. Wie viel Damage haben wir aktuell eigentlich? 11,7k. Ja, okay. Also 3000 sind wie viel? Warte mal, ich habe es gerade vorhin verloren. 45, 90, 135 Millionen. Okay, das heißt, wir könnten halt einfach wirklich die ganzen 58 Mille verballern. Und halt eigentlich nur benutzen. Nur benutzen für die Vampire One zum Erwecken und Sockeln und so weiter. Ich überlege halt gerade, 4 Sockel im Ding drin wäre schon nice. Oder? Oder halt in der Suit, wobei die Suit will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ah, die Suit ist mir aktuell nicht mehr wert eigentlich. Zumindest nicht. Warum verliere ich MP? Hä? Warum verliere ich MP? Habe ich irgendwas habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas ist komisch. Naja, auf alle Fälle, also das hatte ich jetzt definitiv gelohnt. War jetzt schon echt nice.
Also 5k Damage mehr, also zumindest von den Bombs her. 20k Damage an 5 Level drüber mit pur STA ist sowieso echt. Das ist schon echt halb kriminell einfach. Und ich meine 30k AP mit dazu. Gut, okay, das ist nicht die Welt, aber ich meine, halt das ist irgendwie so ein random Psykeeper einfach. Ich meine, schon gut. Naja, wie dem auch sei. Auf alle Fälle würde ich erstmal sagen, ich beende mal die Folge. Wir haben nochmal 20 Minuten Zeit. Das heißt, ich werde mal kurz hier ein bisschen erwecken gehen in der nächsten Folge. Plus, ja, also upgraden und dann eben leveln. Für die letzten 20 Minuten oder 15 Minuten, was wahrscheinlich übrig bleibt. Und ja, mal schauen, was bei rumkommt. Und ich freue mich jetzt auch schon ein bisschen aufs Erwecken. Ich meine, gut, okay, es ist halt sauteuer immer, aber. Dieses Gefühl, wenn es dann einfach wirklich mal was Gutes erwächst, dann ist halt schon geil. Ja, wir auen das viel schneller auf alle Fälle, das merkt man schon. So, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.